Ja, herzlich willkommen bei Gartentechnik.com. Ja, unsere Montagsrunde wie gewohnt. Thema heute ist WordPress-Schulung für Motoristen von Gartentechnik.com. Und ja, klar, um was geht es? Um WordPress-Schulung. Erstens ist die Frage, wann und wo. Wir haben jetzt drei Termine. Und zwar, da gibt es einen in Wiesbaden. Und zwar am 22. Oktober. Die ganzen, sowohl dieser Termin als auch die beiden, sind jeweils von 10 bis 17 Uhr. Also erfahrungsgemäß geht es nach hinten raus ein bisschen länger. Der zweite Termin ist am 8.11. Bei der Firma Gartenland in Zeven. Und der nächste Termin ist am 28.11. bei der Firma Entris Doberschütz. Und hier auch schon mal. Vielen Dank soweit, dass wir da unsere Schulung durchführen dürfen. Und in Wiesbaden ist es natürlich bei Seibert Media. Aber das Ganze gibt es auf jeden Fall nochmal als Newsletter oder ist auch auf unserer Facebook-Seite zu finden. Gut, Inhalt, klar, ist natürlich WordPress selber, das gesamte Dashboard und was noch? Natürlich auch das Gartentechnik.com Plugin. Das ist erstmal so im Groben, also Sie wissen schon mal wann und wo und um was es in etwa geht. Und natürlich sammeln wir auch während der Schulung Fragen und nehmen die auf. Ich denke, was die meisten bisher erwartet haben, zumindest das, was du letztes Jahr gesagt hast, ist, dass vor allem das Plugin auch vorgestellt wird. Und ich meine, da haben wir jetzt auch eine Menge wieder dran gearbeitet. Also mit dem Plugin von vor einem Jahr hat es nicht mehr viel zu tun. Es dreht sich zwar alles immer um Marken und Produkte, aber da ist halt wirklich viel passiert. Und es gibt zwar hier eine ganze Menge Videos und Tutorials und so weiter, aber ich glaube, da werden noch eine ganze Menge Fragen kommen. Und ich hoffe ja vor allem, dass ganz viele Fragen dann kommen zur allgemeinen Nutzung so von WordPress, also über das Plugin hinaus, vor allem die Themen Landingpages, Blogging, das sind die Themen, mit denen Sie WordPress wirklich richtig effektiv machen können, also wirklich Leute dann auch holen können, denen Sie Ihre Dienstleistung vorstellen, sich individualisieren, da hängt halt auch das Thema Layout dran. Also da gibt es viele Sachen, die Sie wahrscheinlich wissen wollen. Ich glaube, es ist wichtig, dass Sie die Grundlagen mitnehmen, also Sie wissen, wie Sie Ihre Produkte möglichst effektiv auf die Website bekommen und dann halt schauen, wie Sie sich selbst möglichst effektiv ins Internet bekommen. Denn das ist das, was wir mit WordPress ja ermöglichen. Und da gibt es ja, haben wir viele, viele Ihrer Kollegen vorgestellt, die eine sehr individuelle Website mittlerweile haben. Und das ist etwas, wo ich persönlich hoffe, dass das noch viel mehr wird, dass Sie selbst ganz engagiert Ihr WordPress da vorwärts treiben. Was glaubst denn du, wer vor allem kommt? Oder was sind deine Erfahrungen aus dem letzten Jahr und aus dem Vorjahr? Und was würdest du dir wünschen, wer kommt? Ja, es ist ganz unterschiedlich, wer kommt. Es ist manchmal der Inhaber selbst. Wobei man sagen muss, das ist natürlich bei den Größen, die wir Motoristen haben, jetzt auch nicht ganz ungewöhnlich. Das ist dann schon der halbe Betrieb so in etwa. Aber es wird natürlich dann darauf geachtet, dass auch jemand kommt, der das perspektivisch betreuen kann, weil gerade der Inhaber oder der Geschäftsführer ist natürlich mit vielen anderen Dingen oder mit allen anderen Dingen irgendwie beschäftigt und dann kommt halt entweder jemand, der schon länger im Betrieb ist, und vielleicht im Vertrieb oder im Büro irgendwie tätig ist. Also natürlich auch vor allem Kollegen, was mich natürlich auch sehr freut, dass da längst nicht mehr nur Männer da sind, sondern das breit geteilt ist. Und ja, das ist so eigentlich das Publikum. Und was mich freuen würde, ja, ist natürlich, dass alle aus der Region, die jetzt auch schon da waren, also im Umkreis, die sich zutrauen, das zeitlich dazu stemmen an diesem Tag, von der Anfahrt her meine ich natürlich, alle, die entweder jetzt schon mal was gehört haben oder auch schon mal eine Schulung durchgeführt haben, können gerne wiederkommen, denn du hast es ja auch schon gesagt, es gibt auch immer wieder neue Sachen und auch WordPress hat sich natürlich wieder entscheidend geändert mit dem letzten Release, gerade was den Editor angeht. Da gibt es doch wieder einiges Neues zu lernen, aber es wird nicht schwieriger, es wird einfacher. Aber das ist vor allem auch immer, sage ich mal, ein guter Tag für diejenigen, die sich jetzt auch noch gar nicht beschäftigt haben
um da mal einfach ja, Berührungsängste zu verlieren und auch zu sehen, ah, okay, ist es gar nicht so schwierig, damit zu arbeiten. Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn es wird häufig sehr, sehr viel Angst geäußert und da sind sozusagen Dinge, wo man dann lieber nicht draufklickt und irgendwas nicht nutzt, aber das ist eigentlich gar nicht hilfreich, weil man hat immer eine Vorschau, man kann alles wieder rückgängig machen, da kann eigentlich nichts passieren und deshalb ist es auch wichtig, ein bisschen zu experimentieren. Und in der Schulung ist natürlich so, da können Sie nicht nur experimentieren, sondern gleich auch noch fragen und sich zeigen lassen, wie es denn eigentlich richtig gewesen wäre oder wie es einfacher gewesen wäre. Denn viele Sachen kann man zwar auf dem Weg A herstellen, aber vielleicht ist der Weg B dann doch schneller und für den täglichen Bedarf und das tägliche Nutzen dann angenehmer, als irgendeinen Umweg zu laufen. Und das ist etwas, was man da, denke ich, sehr gut ansprechen kann, fragen kann, sich einfach auch zeigen lassen kann. Der Michael ist sehr erfahren mit WordPress, mit den ganzen Themes, die wir im Moment draußen haben, also die von unseren Kunden genutzt werden. Und da gibt es halt auch, das ist ja der wichtige Punkt, das hat Michael gerade nochmal angesprochen, die verändern sich ja mit. Also WordPress selbst, wir haben den Gutenberg-Editor, haben wir auch schon vorgestellt. Das war eine sehr große Veränderung. Das ist sicherlich auch etwas, was Michael vorstellen wird. Aber auch die Themes verändern sich. Also auch die einzelnen Themes entwickeln sich weiter. Diese Editoren, die es da gibt, die bieten heute unglaublich viele Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich das vergleiche mit vor 20 Jahren, da hätte man einen Programmierer gebraucht, um das zu machen. Vor 10 Jahren hätte man jemanden gebraucht, der im Frontend richtig fit ist. Und jetzt ist es so, das können Sie alle selbst. Also wenn Sie irgendwelche Animationen brauchen oder irgendwelche Übergänge oder sonst was, dafür brauchen Sie uns nicht. Sie brauchen auf keinen Fall einen Frontend- oder einen Backend-Programmierer. Das können Sie selbst machen. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend und das entwickelt sich halt mal weiter. Das war ja auch einer der Hauptgründe, warum wir mit auf WordPress gegangen sind, weil sich die Software selbst, also das Content-Management-System, kontinuierlich weiterentwickelt. Das heißt, ohne dass wir irgendwas tun müssen, entwickelt sich das, was neben den Produkten passiert, also neben dem Plugin von Gartentechnikom, entwickelt sich das Content-Management-System fortlaufend weiter und sorgt dafür, dass Sie immer eine coole Website haben, aber auch eine sehr schöne Oberfläche, mit der Sie das machen können, bedienen können. Und deshalb, da gibt es viele Sachen, wonach Sie fragen können und einfach auch gucken können, da hat irgendein anderer Händler, hat irgendwas, was Sie nicht haben, Sie wissen, der ist auch bei Gartentechnikom, da können Sie einfach fragen, wie das eigentlich geht und warum Sie das nicht auch haben, weil das ist sicherlich machbar. Ja, klar. Der Austausch zwischen den Händlern ist natürlich auch ganz schön. Auch die Erfahrung, die die einzelnen Händler bisher mit WordPress gemacht haben. Ja. Und jeder kann eigentlich sein Notebook mitnehmen, seinen Laptop, um dann direkt auch das, was wir machen, umzusetzen, das auszuprobieren und dadurch die Bitte zu schauen, dass Sie das Notebook oder Laptop schon mal vorher aufgemacht haben und wissen, was Sie da erwartet. Dass Sie die Passwörter bereit haben, dass wir gleich loslegen können und dass vielleicht Bildmaterial da ist, was Sie verwenden wollen. Das wäre wichtig, weil das während des Tages dann irgendwie noch zu organisieren, ist natürlich immer ein bisschen zeitaufwendig. Ansonsten, klar, so zu den Rahmenbedingungen, wir sind immer gut versorgt vor Ort und klar gibt es am Anfang auch die Möglichkeit, Fragen zu sammeln, dass wir auf jeden Fall auf die Themen eingehen, die für Sie wichtig sind. Ansonsten Thema Anmeldung, das ist relativ simpel. Sie rufen eben einfach an oder schicken uns, das dürfte das Schnellste sein, eine E-Mail an handel@gartentechnik.com und sagen uns kurz, wer zur Schulung hinkommen will und natürlich auch wo. Und dann kriegen Sie von uns einen Anruf und eine Bestätigung und dann planen wir Sie mit ein. Genau. Eine Sache, die Sie vielleicht sowieso dabei haben und wo Sie gar nicht drüber nachdenken, ist Ihr Smartphone und natürlich auch Ihr Tablet, weil man kann, es gibt eine WordPress-App, also man kann das ganze Content-Management-System über eine dedizierte App benutzen und es gibt natürlich den Administrationsbereich, der mobil zugangsfähig ist. Also das heißt, Sie können mit Ihrem Smartphone und auch mit Ihrem Tablet wunderbar an Ihrer Website arbeiten. Warum ist das spannend? Weil Sie häufig draußen sind. Sie sind beim Kunden, machen ein Foto, können das eigentlich am besten gleich ins Netz stellen, weil von da aus kann man es dann direkt weiterteilen nach Facebook oder wo auch immer Sie in sozialen Medien aktiv sind. Und da sparen Sie sich eine ganze Menge Zeit, weil Sie das eh in dem Moment haben. Sie haben das Telefon eh in der Hand, weil Sie das Foto machen. Da
können Sie es gleich mitnutzen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was Sie sich einfach zeigen lassen können. Können Sie im Vorfeld schon mal die WordPress-App installieren, also aus Ihrem App Store oder aus Google Play. Und dann können Sie sich auch noch zeigen lassen, wie man jetzt den Administrationsbereich benutzt. Wobei, das ist ganz einfach. Sie gehen auf Ihre Website, geben dahinter /admin ein und dann geben Sie Ihr Passwort ein und schon sind Sie drin. Genau so, wie Sie es am Rechner auch machen. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach unglaublich hilfreich ist. Ich mache immer mehr Sachen mobil, weil ich das Telefon immer dabei habe. Und wenn ich gerade auf irgendwas warten muss, ob es die Bahn ist oder sonst wer, da kann ich damit arbeiten und brauche auch nicht das Notebook rausholen, weil meist reicht das schon für gerade so kleinere Sachen im Text und auch Bildsachen, die kann man wunderbar am Telefon erledigen und dann auch gleich ins Netz bringen. Also das würde ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen, dass Sie Ihr Smartphone dabei haben, aber ich glaube, es ist unwahrscheinlich, dass Sie es zu Hause vergessen. Noch zu ergänzen, das ist natürlich für Kunden von Gartentechnikom, aber nicht nur. Also jeder Motorist, der sich irgendwie mit WordPress beschäftigt und einen Tag dort Zeit investieren will, die sinnvoll ist, um seine Webseite zu gestalten und mit Inhalten zu füllen, ist herzlich eingeladen. Preise sind für Kunden 99 € und für Nichtkunden 199 €. Ich glaube, das ist ziemlich fair, mehr als ziemlich fair, wenn man mal andere Schulungspreise sieht, das nur so am Rande. Also da kriegen Sie wirklich ein Tag volles Programm und nehmen auch ordentlich was mit, was WordPress angeht. Ja, ansonsten von meiner Seite aus, also ich freue mich über jeden, der kommt, der Themen mitbringt, wie Gerrit meinte, auch noch sein Smartphone, weil es wirklich interessant ist, was man inzwischen machen kann, auch die Nutzung in der WordPress-App oder was man mobil mit dem Gartentechnikom-Plugin machen kann. Das sind tolle Sachen. Und ja, ich freue mich, wie gesagt, auf jeden Besuch. Gut. Dann würde ich sagen, bis zu einem der drei Termine. Ahoi.